Hey Leute, willkommen zurück zu Outlast. Ja, ein sehr krasser Szenenwechsel, wie ihr seht. Hier ist es tageshell und, ja, seht selbst. Eine geheime unterirdische Anlage haben wir wohl entdeckt. Oh, die Notiz habe ich letztes Mal nicht bekommen, die lesen wir gleich mal. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Das ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Oh, okay, krasse Sache. Ach, die haben wir eigentlich schon gelesen, die Akte, aber ich nehme sie mir nochmal. Ja, die haben wir gelesen mit Frankenstein. Naja. Auf jeden Fall hat hier der Save Point stattgefunden und deswegen habe ich von hier wieder angefangen. Alter Schwede, guckt euch mal an. Lecker, lecker, da liegen die Eingeweide rum. Oh Leute, ich frage mich, ob wir hier Antworten erhalten werden oder ob sich noch mehr Fragen auftun im Endeffekt. Auch hier ist es wieder verdammt dunkel. Ich lass mal die Kamera aus. Das macht's ein bisschen stimmiger. Oh, da hat's wieder einen zersetzt. Zersplattert. Oh Mann, was für... Boah, diese Blutlachen. Ist ja furchtbar. Ja, komm, weg damit. Ist das natürlich... Nee, die scheint elektronisch verriegelt zu sein. Block A. Aha. Morphogenetische Maschinenkammer. Warum auch immer. Oh Gott. Oh Scheiße. Was ist das? Morin Solutions. Aha. Was auch immer da in dem Zeug drin ist. Und hier wurden lauter Versuche unternommen. Was ist das denn? Medication. Ich glaube, das filme ich. Vielleicht bringt's ja was. Komme ich dadurch einen neuen Text? Wohl eher nicht, ne? Ich lasse die Kamera jetzt an. Wir haben schon fast 3 Stunden aufgenommen. Ich weiß nicht, wie viel Spielzeit habe ich denn jetzt schon. Auf jeden Fall mehr, aber ich war ja auch eine Zeit lang ohne Kamera, nicht wahr? Ach. Wer räumt denn da die Organe ins Waschbecken? Das ist ja... Uah. Das ist schon wieder falsch. Warum verdrücke ich mich denn immer? Projekt Wallrider. Obduktionsbericht MM1300921. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Rowland. Anmerkungen. Meine 14. Autopsie des Wallrider-Patienten, eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen. Mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. Was? So müde. Zweifle an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hervorgeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfacheren mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Ja, doch. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockeyteam ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemische Fixierung haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Ist das... Unser lieber Freund Warren, 921, ich weiß es leider nicht mehr. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das noch wisst. Aus den alten Folgen. Denn ich glaube, anfangs die Akte, die wir gefunden haben in Part 2 oder 3, die hat uns ja darüber Aufschluss gegeben. Ach, matsch. Schön, das quietscht, wenn ich da drüber laufe, aber ich will nicht wissen, wie das riechen tut. Geht. So ein Sheet. Da vorne will ich nicht hin. Was? Flüssiges Nitrogen? Oh. Das ist gefährlich, Leute. Oh, was ist da vorne passiert? Und vor allem rotes Licht. Ich mag ja rotes Licht so gerne. Oh Gott.
Da geht's raus und es ist Tag, Leute. Ich glaub's ja gar nicht. Ich glaub's ja gar nicht. Aha, morphogenetische Maschine. Mathematische Gleichungen, aber was... Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, aber die Farben sehen funky aus mit der Kamera. So grün-blau, ich finde das richtig super, die Farbe. Die geht mir gut ins Auge, nicht so wie rot. Da, morphogenetische Formel. Das ist der morphogenetische Antrieb. Einige mathematische Zeilen, ein Algorithmus. Programmiert uns neu, verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernicke. Ich bin ihm noch was schuldig. Langsam machst du mir auch ein bisschen Angst, Miles. Was heißt langsam? Also eigentlich müsste er schon längst ein komplett Verrückter sein, nachdem was er hier alles erlebt hat, oder? Der Sound der Tür macht mir auch ein bisschen Angst, zugegeben. Aber was macht mir hier keine Angst? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Ja, kann ich nicht nehmen. Brauche ich auch gar nicht. Delivery Exit. Lieferausgang. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Nein! Nein! Der Wallrider, Leute. Alter. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Lauf, 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 Miles. Lauf. Ich habe keinen Bock, von dem Vieh getroffen zu werden, was auch immer dann geschieht. Der zerreißt mich doch. Alter. Nicht du. Alter. Hol ihn dir. Yes. Jawoll! Mach ihm platt, komm schon! Alter Schwede, der hat ihn zerrissen. Okay, das hätte mit mir passieren können. Hätte mit mir passieren sollen, ich weiß es nicht. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist der Hölle entkommen, Chris Walker. Ach, Walker, nicht Warren. Habe ich das verwechselt. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Oh, meine Güte. Da hat aber ganz schön Sauerei hinterlassen. Das Blut sieht so hell aus. War wahrscheinlich ganz schön gesättigt mit Sauerstoff. Ja, wenn Blut heller ist, dann ist es wohl sehr gesättigt. Wenn es dunkel ist, dann ist es wohl eher dunkel. Oh Mann, komm schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Miles. Das schaffen wir jetzt. Bevor hier noch mehr passiert. Wir rennen jetzt einfach den Ausgang raus und bringen es hinter uns, mein Freund. Komm, mach doch die Tür auf. Oh Mann, ich muss wohl noch irgendwas tun. Was muss ich hier noch tun, sag mal? Irgendwas muss ich noch deaktivieren, oder? Weiß ich auch nicht. Oh, muss ich etwa in den Luftschacht klettern? Das wäre natürlich das Schönste überhaupt. Ich möchte nicht... Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Sagte mein Journal irgendwas? Finde einen anderen Weg nach draußen. Ja, das ist ja sehr aufschlussreich. Das ist sehr aufschlussreich. Patient 1287B. Wer auch immer das sein soll. Also der liebe Chris war das. Ja. Ah, sieh mal. Alter. Ist die Tür jetzt auch auf, die erste? Nee. Ist der hier rausgekommen, der... Dickerchen, Chris? Nein. I know, I know. I am supposed to be dead. No, no such luck. I am older than sin, but somehow... the only one left... because of Billy. He takes care of me. He
He may think I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. Do you know what this symbol represents? It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Murkoff discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Er ist also Wallrider, oder wie soll ich das verstehen? Irgendwas sagt mir das. Das ist doch aus einer griechischen Sage. Einer der... Wir achieved something like this in 1944. Those fascists thought it was spirits, and I let them believe it. Let them kill themselves, thinking there was some kind of afterlife now empirically promised to them. Fools. Poor Alan. He would weep to see what I've built from his dreams. Billy doesn't mean harm. He's a child with a damaged mind, granted the powers of a god. It would make any of us into a monster. You must end this. You all must die here. Murkoff knew the danger, and they didn't care. In the corporation's mind, we were all just dollar amounts in a ledger. And the profits Project Wallrider promised overshadowed whatever pitiful balance a few doctors and patients amounted to. He will spread, if you don't stop him. The morphogenic engine is self-perpetuating. I pray to God you have the strength to end it here with your death. More than anything, I want rest. Billy will not let me die. You could never imagine how cruel this is. I only want to die. War das nicht dieser griechische Held, der von den Raben gefressen wurde und sein Fleisch regenerierte sich ständig und er wurde immer wieder gefressen als Strafe? Als ewige Strafe. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, aber irgendwas habe ich da im Kopf. Oh Mann, der hat sie echt alle umgebracht. Aber er hat schon recht, der Doktor. Stell dich mal vor, ihr bekommt unendliche Macht. Wer würde die nicht irgendwie irgendwann missbrauchen? Oh, guck mal, da liegt eine Hand. Alter Schwede. Ich finde es irgendwie immer schlimmer, wenn ich so Gliedmaßen sehe als innere Organe. Die könnten ja auch von Tieren stammen. Ich meine, aber sowas hier ist auch eklig. Was hätte denn jemand in der Mitte auseinandergerissen? Aber Hände oder Füße, das finde ich dann noch ein bisschen schlimmer, weil man das... Ja, ich weiß nicht, das sieht man ja immer, wenn man mit Leuten zu tun hat. Hände und so weiter. Innere Organe, wann sieht man die schon mal bei Menschen? Deswegen finde ich das ein weitaus schlimmeres Bild, ehrlich gesagt. Wie sollen wir Billy töten? Also bis jetzt hat sich Miles noch nicht wirklich als Mordmaschine herausgestellt. Eher das Gegenteil. Er hat immer so ein bisschen als Versuchskaninchen gedient oder als Puppe für die Viecher, für die komischen Irren. Ich will nicht mal mehr Menschen sagen. Ist hier noch was zu lesen vielleicht? Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Lust wandle, aber ich will noch meine Gedanken aussprechen. Immerhin haben wir jetzt gerade einen großen Brocken erfahren. Einen großen Story-Brocken. Und vielleicht auch... Naja, nicht unbedingt Twist. Es war abzusehen, dass da irgendwie sowas kommt. Die ganze Zeit wurden wir ja schon darauf vorbereitet, dass es hier irgendwas Übersinnliches hat. Lecker. Grünes Toilettenwasser. Oh Mann, wie weit das hier noch überall geht. Wo ist denn Billy? Ich sollte das vielleicht alles filmen, oder? Ich hoffe ja immer noch, dass ich hier irgendwann rauskommen werde. Also ich meine Miles. Ich komme natürlich ganz einfach hier raus. Aber trotzdem.
So ein bisschen Immersion ist bei mir auch schon vorhanden. Ich möchte meinen Beruf als freier, freischaffender Reporter doch ein bisschen treu werden. Morphogenetische Engine. Ja gut, in dem Fall heißt es wohl Antrieb und nicht mal Schiene. Oh! Nein! Nein, nein, nein! Oh! Oh, komm schon! Du Penner! Der verfolgt mich jetzt nicht ernsthaft. Ah! Nein! Alter! Alter! Oh! Ja, schlüpf in meine Haut und bring mich um. Das ist natürlich super. Kannst du machen. Kannst du machen, Billy. Habe ich nichts dagegen. Wie soll ich denn entkommen? Ich meine, das ist ein Geist. Wie soll ich einem Geist entkommen, verdammt mich? Wie soll ich das anstellen, bitte? Oh komm, ist doch unlocked. Nein, 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 jetzt kommt er. Nein! Oh, Kacke! Nein! Nein, 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 nein! Alter Schwede! Okay, das könnte noch ein bisschen stressig werden mit ihm. Okay. Wie soll ich das denn machen? Soll ich geradeaus weiter, oder? Ich kann ihn ja schlecht... Soll ich mich verstecken vor ihm? Das geht ja auch nicht. Das geht doch gar nicht. Komm einfach durch jetzt. Ah, da ist er schon. Ja, ich versuch's. Nein! Nein! Tür zumachen. Ah, komm, ist jetzt auch egal. Ah, nein. Nein, nein, nein. Quetsch dich da durch, Miles. Oh. Alter Schwede. Oh, ja, ist klar. Soll ich mich echt verstecken vor dem? Ihr meint das nicht ernst, oder? Ich muss mich da jetzt nicht vor einem Geist verstecken. Das geht doch gar nicht. Ich habe hier überhaupt keine Spinde, außerdem. Wenn wir schon mal dabei sind, oder? Aber hier? Gibt's da die Möglichkeit? Ne, ich kann mich höchstens in so einen Toiletten... in so eine Toilettenkabine reinstellen. Aber das ist doch Quatsch. Das ist ein Geist, Leute. Wie soll ich dem denn entkommen? Komm, ich renne jetzt einfach durch. Pfeife auf Türen zumachen und so, die ganzen Späße. Okay, komm, komm, komm. Quetsch dich durch, Miles. Das schaffen wir. Oh, da kommt er schon wieder. Nein, nein, nein. Okay, okay. Alles cool. Nein. Nicht dekontaminieren, bitte, bitte. Es dauert so lang. Oh ne, es ging gut. Es ging ziemlich flott sogar. Okay, da quetsche ich mich später durch. Oh, eine Akte. Danke für die Akte. Hinweis an alle persönlich von vom fachärztlichen Berater MM008 Rudolf Wernicke DBNR. DBNR. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Okay. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Okay, es ist mir trotzdem alles ein bisschen... Okay, wo geht's hin? Restricted Area, das hört sich gut an. Ich glaube, hier werden wir vielleicht Billy nicht finden. Oh, vielleicht doch. Was zum Geier ist hier los, Leute? Was zum Geier? Also wenn das nicht... Ja. Wenn das nicht eine Nachricht wert ist. Der Assembler... Die Zulaufkammern, die Vorläufermoleküle, vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe, wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn. Töte ihn. Setze alle mein Ende. Das ist jetzt einfacher gesagt als getan.
Ja, Leute, ich laufe zurück. Ich will nämlich noch wissen, was hinter dieser halboffenen Tür hier war, diese Treppe, die da auch nach unten führte. Kann ich da... Ich kann nicht mal durch, vergesst das. Okay, Leute, ich weiß, wir sind vielleicht kurz vor dem Finale. Ich werde trotzdem hier nochmal einen Cut machen. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Wenn es geht, also wenn es nicht sehr lange geht, dann werde ich heute noch den letzten Part hochladen. Nee, das ist auch doof. Mal gucken, wie ich das mache. Liebe Leute, aber ich muss einen Cut setzen, sonst gibt das vielleicht 40 Minuten. Ich weiß ja auch nicht. Ich muss halt immer damit rechnen. Wenn, dann schneide ich das hier zusammen und es geht direkt weiter, wenn es nur noch ein paar Minütchen sind. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Schreibt mir einen netten Kommi noch. Und ansonsten sehen wir uns dann wohl nächstes Mal. Ich hoffe beim Finale. Eigentlich nicht, denn es könnte von mir aus noch ewig lang gehen, dieses Spiel. Naja, auf jeden Fall wieder bei Outlast.